Der Tag der Büroimmobilie vom Zentralen Immobilienausschuss. 400 Entscheider vor Ort in Berlin. Diskussionen, Impulse, Gespräche, Fragen und Antworten. Ich bin begeistert. Wir haben natürlich mit dem Tag der Immobilienwirtschaft, wo 2000 Manager in Deutschland kommen, natürlich die Mutter aller Veranstaltungen in der Immobilienwirtschaft. Dass aber eine Spezialveranstaltung zu Büros gleich so einen großen Anklang findet, damit habe ich nicht gerechnet. Jeder dritte Deutsche arbeitet täglich im Büro. In Büros verschmelzen Wertschöpfung, Innovation und Nutzen auf einer Fläche. Doch wie sieht die Zukunft aus? Coworking und mobiles Arbeiten bieten dem Büro mehr Flexibilität. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft nicht mehr jeder Arbeitnehmer einen eigenen Arbeitsplatz haben wird. Das heißt, ich kann entweder mobil arbeiten, meinetwegen von zu Hause oder unterwegs, oder ich suche mir im Coworking-Bereich auch noch einen additiven Space, an dem ich meiner Arbeit nachgehen kann. Der Tag der Büroimmobilie, ein Event, 1000 Möglichkeiten fürs Netzwerken, fürs Besprechen, fürs Zuhören. Auch die Wissenschaft sieht die Branche in einem Transformationsprozess. Die größten Herausforderungen im Transformationsprozess bestehen darin, genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um tatsächlich die Bauaufgabe, die Projektentwicklung, hinterher aber dann auch den Betrieb der neu entstandenen Objekte tatsächlich zu gewährleisten. Wir reden immerhin davon, dass 80 Milliarden Euro pro Jahr an Investitionen vor uns liegen. Das ist ungefähr das Vierfache von dem, was wir bisher in der Vergangenheit gesehen haben. Vom Kommunalvertreter bis zum Staatssekretär. Der Tag der Büroimmobilie ist die Plattform, um Deutschlands größte Assetklasse neu zu definieren, kreativ in die Zukunft zu schauen. Mit dem CIA Office Award werden Lösungen prämiert, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Der Tag der Büroimmobilie vom Zentralen Immobilienausschuss. Deutschlands wichtigster Kongress zur Zukunft des Arbeitsplatzes von heute.